Bundeskanzler Sebastian Kurz deutete weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus an. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht, aber zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosierung könnte es sein, dass man ein Schließen der Kindergärten und der Schulen sowie eine Einschränkung von Großveranstaltungen vollzieht. Als aktuelles Ziel nannte er, dass man die Ausbreitung des Coronavirus bis nach Ende der aktuellen Grippewelle verzögert, denn jeder Tag würde natürlich den heimischen medizinischen Kapazitäten helfen. Aktuell hat man hier in Österreich rund 100.000 Grippepatienten. Dazu kommen natürlich auch die Coronavirus-Infizierten. Und da hilft natürlich jeder Tag der Verzögerung bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich auch bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen ausgesprochen. Da hat er gemeint, dass es insbesondere sehr hart Italien treffen werde, aber auch an Österreich wird es nicht spurlos vorbeigehen. Außerdem warb er bei der Bevölkerung um Verständnis bezüglich weiterer Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die aktuellen Quarantänemaßnahmen, die werden von der Bevölkerung mit großer Akzeptanz getragen.